Handball auf Sport 1, präsentiert von der DKB. Das All-Star-Game am 2. Februar 2014 in Leipzig. Die Handballnationalmannschaft gegen das All-Star-Team der stärksten Liga der Welt. Dafür sind 42 Spieler nominiert. Die Nationalspieler haben sich ihre möglichen Gegner schon mal ganz genau angeschaut. Aufpassen, Männer jetzt. Wir kommen zu den Mittelmännern. Da haben wir zuerst Andi Schmid von den Rhein-Neckar-Löwen, das Gehirn der Mannschaft. Sehr gefährlicher, sehr frecher Spieler. Und wirklich aufpassen, Männer, der kann mehr als nur Socken entwerfen. So. Dann kommt dann noch Aaron Palmerson. Wahnsinn Selbstbewusstsein der Mann. Müssen wir echt aufpassen, weil der schickt aus jeder Gelegenheit noch den Ball aufs Tor. Also da kommen Würfe aus allen Ecken. Goalies aufpassen. Ne? Vom HSV, Dulle Duvniak, einer der Garanten für den Champions-League-Sieg vom letzten Jahr. Der kann alles, spielt gut in der Abwehr, spielt gut im Angriff, reißt Lücken für die anderen, schießt Tore. Also sehr gefährlicher Mann. Thomas Mogensen ist der Motor von Flensburg. Also der schont sich nicht, geht in den Zweikampf, wirft sich rein, reißt Lücken für die anderen, wirft Tore. Auch ein sehr guter Abwehrspieler, aber vor allem im Angriff derjenige, der die anderen Leute einsetzt. Dafür sorgt, dass der Angriff der SG Flensburg handelt, jedes Mal über 30 Tore schießt. Bartolomej Jaschka, der hat übel schnelle Beine. Also da bin ich auch selber schon ein paar Mal ins Leere gerannt. Dazu kommt noch, dass der Ball auch noch ziemlich hart aufs Tor werfen kann, aus allen Lagen. Sehr gefährlicher Mann. Und zum Schluss kommt dann noch, ja, über den muss ich eigentlich nicht viel sagen, Ivan Ubalić, dass er endlich in der Liga spielt. Zweimal Welthandballer gewesen. Wenn ich jetzt aufzählen müsste, was der Mann alles kann, dann wäre ich hier noch eine halbe Stunde beschäftigt. Wenn man stoppen können, ist gut. Wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Soweit die Nominierten. Das letzte Wort aber haben die Fans.